Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Wir sind unterwegs in der Nacht. Bald sind wir zu Hause. Wenn unsere Position bei 600 und noch was steht. 700 und 400. Ja, genau. Ist jetzt eigentlich nicht mehr so weit. Doch, doch. Ja, 400 Meter sind jetzt nicht weit. Über. Ja, dann sind es halt 450. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Sind vielleicht nicht so viele Blöcke im Nether, weil ja ein Block im Nether halt 8 Blöcke sind. Ja. Schnee. Die sind auch ganz schön angriffslustig, die Zombies. Bogenschütze. Er trifft mich nicht. Guck, er hat komplett daneben geschossen. Komplett. Ach, Spinne. Ach, sehr schön. Oh, die Sonne geht auf. Und das dort. Warum? Ich sehe dich. Meinst du, das sieht er uns? Nö. Ich bin zu weit weg. Außerdem verbrennt er eh gleich. Super. Na gut. Wir haben es gleich. Nein, komm nicht. Aber ich passiere da nichts auf dem Weg. Wir haben so coole Sachen gefunden, ne, im Tempel. Vor allem die goldenen Äpfel und die Diamantrüstung fürs Pferd. Naja, bringt ja nicht viel eigentlich so Diamantrüstung für Pferd. Weil wir kein Pferd haben. Ja. Kann man das nicht verkaufen, das Zeug? Nein. Ich hab gedacht, man, früher konnte man doch das Zeug bei dem Villagern verkaufen, oder? Wenn die dagegen was gehandelt haben, dann schon. Aber die haben nie irgendwas mit Pferderüstung verkauft. Gehandelt. Weil sie keine Pferde haben. Und noch keine brauchen. Nee, Villager brauchen keine Pferde. Dann werden sie doppelt so nervig. Na? Kommt auf was? Auf den Villager. Also 100 Blocks und dann müssten wir eigentlich bei der Position sein. Nein, noch nicht. So, jetzt müssten wir mehr in die andere Richtung. Gib mir noch mal die erste Zahl. Bitte? Die erste Zahl war 768. 68? Die zweite ist 452. Das wusste ich schon. Gern. Und jetzt in die Richtung für die 700 irgendwas. 400. 400 irgendwas. Ich hoffe, es sind 400 minus 400. Es sind plus 400. Meinst du? Ja, das weiß ich. Wir spawnen immer ein Plus. Und wir haben eigentlich genau da, wo wir ungefähr gespawnt sind, ein Haus gebaut. Also. Ja. Dann haben wir vielleicht wirklich noch viel zu laufen. Aber jetzt kann einer von uns Karten lesen, ne? Koordinaten. Ja. Oder so. Dauert schon wieder 2 Tage und 2 Nächte, bis wir dort sind? Nee, nee. 1000 Blöcke läuft man eigentlich schnell. Eigentlich. Eigentlich. Also wenn jetzt nicht noch auf einmal so ein ultimativer Boss auftaucht und dich nicht die ultimative Waffe hat, weil damit man kann ihn nur mit der ultimativen Waffe besiegen, dauert das nicht noch etwa einen Tag, sondern nur so einen halben. Hast du ultimative Bosse? Gibt's nicht, aber vielleicht. Irgendwann mal.
was weiß ich, was die hinzufügen. Das wäre total bekloppt, wenn jetzt auf einmal irgendein ultimativer Boss auftauchen wird. Wäre witzig. Ja, mega. Mit einem Eisenschwert, ne? Klar. Ein Lieblingsschwert? Findest du? Ja, geht so. Naja. Jetzt haben wir noch 1000 zu laufen. Merkst du dir mal bitte die Höhle? Mit Plus und Minus? Mit Plus und Minus. Du musst es nicht immer dazu sagen. Ich hab's gemerkt, okay. Jetzt kommt aber Plus und Minus zusammen. Ja. Das macht aber nichts. Höhle. Ja, Höhle. Wo musst du uns merken? Ich möchte daraus eine Feenhöhle machen, die sieht super aus. Eine Feenhöhle? Ja, oder Feenquelle, wie auch immer. Mhm, was soll man machen? Ich baue sie einfach um, dass sie aussieht, als ob da eine Fee drin lebt, in einer Quelle. Super. Ich sehe schon. Ich habe super Ideen fürs Projekt. Ja. Da, unser Dorf. Das ist es nicht. Aber da bin ich mal vorhin vorbei. Bin ich schon mal dran vorbeigelaufen? Und ja, hab... natürlich. Ja? Deswegen sage ich es ja. Da waren wir aber auch noch nicht. Ich bin da hinten lang gelaufen, an den Baum. Natürlich. Die Kleine da. Also ich bin mir sicher, dass wir da schon waren. Nee, nee. Merkst du dir das Dorf auch noch? Sie will das Dorf merken. Also nur so. Warum? Katzen. Katzen. Ah ja, Katzen. Du wirst dazu schreiben, Katzen. Nee, Dorf. Du wirst dazu schreiben soll zum Dorf. Nee, nee. Habe ich aber schon. Okay. Katzen, Katzen. Sind die dann immer da, die Katzen? Oh, Pferde! Komm, du noch so ein Pferd zur Rüstung geben. Nee, geht doch gar nicht. Ich muss die erst reiten. Hm. Oh, schön. Essen. Pferde und Esel züchtet man mit goldenen Äpfeln. Wusstest du das schon? Ja. Woher? Hast du mal gesagt gehabt? Und? Keine Ahnung, was weiß ich. Okay. Ich kann nicht alles merken. Das habe ich jetzt mir gemerkt, dass es so funktioniert. Die sind noch immer so groß. Oh, ein Fuchs. Greift er an. Oh, schön. So, jetzt bringt er mir ab und zu Items. Echt? Wenn ich hier in seiner Nähe bin, klar. Cool. Auch nur, wenn ich in seiner Nähe bin, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja, auch mit dem Spot nicht aufschreiben, gell? Ja. Weil es überall Füchse gibt, wo hier so ein Wald ist. Und die sind rein gar nicht selten. Und ich sag das auch ohne Ironie. Okay. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt aber noch 400. Okay.
habe ich ja gar nicht so viele Spitzhacken, wie ich mitgenommen habe. Brauchst du nicht, ja? Schön. Ja. Mehr für mich. Können wir schon eine Angel bauen? Ja. Wollen wir dann die nächste Folge eine Angelfolge machen? Wenn du möchtest. Also das heißt, du spielst dann, ne? Ja, dann ist die Angelfolge schon, ne? Interessante Folge. Da wird aber nur geangelt, 20 Minuten lang. Gut, ne? Mhm. Oh, nett. Doch. Okay. Ich meine, was kannst du in 20 Minuten angeln? Ne? Also, wie viel kann man in 20 Minuten angeln? Und vor allem was? Hängt vom Fisch ab, wie schnell er kommt und wie schnell er geht. Ich würde sagen, wir machen das dann. Wir haben jetzt noch viel Zeit in der Folge, also bis wir zu Hause sind. Und ja, wir machen unser Inventar komplett leer, nur mit Angel. Und dann schauen wir mal, was kann man in 20 Minuten angeln. Okay. Und wie viel? Und es ist cool. In der puren Angel, ohne Verzauberung. Weil das können wir eh nicht machen, ne? Moment. Doch, eigentlich schon. Wenn ich mich anstrengen würde, könnten wir es in 5 Folgen knacken. Eine Verzauberung, einen Verzauberungstisch mit allen Büchern und einen Amboss. Ah, unser Haus. Oh, das wäre noch ein Dorf. Endlich da, oder? Ja. Geht so. Puh. Ich finde es schön, dass wir unser Haus hier sehen. Wir sollten einen Turm bauen. Und schon vom Weiten. Nein. Warum nicht? Weil? Sehr cool. Schon 3 Länder, ich freue mich schon aus Länder. Wir brauchen 12, ne? Mehr als 12 wären angesagt. Sehr cool. Brauchst du noch eine Truhe? Okay. Wieso kann ich nicht 2 Truhen ineinander? Jetzt auch, hä? Ordnen tust du es auch nicht, ne? Nee, das kommt dann, wenn wir einen Keller haben. Na, also gut. Sehr schön. So, und jetzt baust du den Keller. Findest du den Keller? Okay. Oh. Was? Wo ist denn der nächste See? Was für ein See? Ach so. Da ein Teich. Und da hinten ist noch ein Fluss. Da im Dorf ist noch ein Fluss. Großer Fluss. Ein großer Fluss wäre schon ein großer See. Ein groß genuger Fluss. Ja. Also gut, fangen wir schon mal mit dem Keller an. Klar. Und dann bauen wir noch eine Angel. Und dann wird dann halt geangelt in der nächsten Folge. Ja. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge das ist, ne? Ich auch nicht. Aber jetzt sollte man das dann regelmäßig machen. Angelfolge? Ja. Okay. Okay, Eichenholztreppe. Das war ich nicht? Nein, natürlich nicht. Was? Nichts. Du musst den Stein mit einem Holz abbauen? Nein, mit meiner Hand. Sehr cool. Sehr, sehr seltsam.
Wo ist meine Axt? Mach doch nichts. Gut, das war's schon. Für einen Keller reicht das, oder? Findest du? Für mich ist das kein Keller, sondern ein Treppenaufgang. Gut. Ich habe da schon Zweifel, dass das so funktioniert. Ne? Na gut. Ich meine, wir brauchen... willst du dann nur die Augen sammeln und dann in Nässe gehen? Dann ist rum mit allem? Ins Ende? Ja. Nein, natürlich nicht. Dann brauchst du aber einen großen Keller mit ganz vielen Kisten. Allein wenn eine regelmäßige Angelfolge kommt, brauchst du eine mega große Fischkiste. Und wir haben einen Teich unter unserem Haus die ganze Zeit gehabt. Schön. Wir müssen gar nicht angeln gehen. Dann kann ich ja unterm Haus angeln. Ja, klar. Kannst du versuchen. Klar. Kommen da keine Fische? Doch, doch. Da kommen welche. Deswegen sagt ihr, kannst du ja versuchen. Ja. Und wir haben zwei Pools unter unserem Haus gehabt. Yay! Ja. Das ist natürlich auch schön, ne? Da willst du einen Keller anlegen und hast... einen Pool. Ja. Wie ist da unten sicher, ne? Unterm Haus? Weiß nicht, vielleicht spawnen hier Fische. Weiß ich nicht. Ja, aber Monster spawnen da nicht. Auf jeden Fall nicht. Die nicht. Aber andere. Wie zum Beispiel das Monster. So ungefähr. Was ist jetzt? Nichts. Ich habe heute gebaut. Super. Warum? Ja, jetzt sieht es schon viel besser aus, ne? Muss ich mal sagen. Ja. Hier übrigens noch keine Chance, Wasser von unserem Haus wegzumachen, ne? Ich muss jetzt alles auffüllen und dann abbauen. Okay. Ja, wir können noch keinen Keller bauen. Ja, macht ja nichts. Dann bau noch eine. Ja, das hatte ich gerade vor. Gut. Jetzt braucht man einen Stock und Faden, gell? Ein bisschen mehr. Zwei Stücke und drei Fäden. Ja, mir ging es jetzt nur darum, dass man Stock und Faden braucht. Wie viel war jetzt nicht die ausschlaggebende Frage. Oder andersrum. Hier eine Angel. Schön, eine Angel. Das ist ja fein. Ja, dann esse ich noch kurz. Das hast du kurz gegessen? Okay. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch... eine Uhrzeit gibt es da auch nicht, ne? Dass man weiß, wann wird es Abend. Sonnenzeit, Sonnenuhr. Super. Mittag. Mittag. Also gut, dann wollen wir mal auf zum See und dann angeln den nächsten Teil. Ja. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Und ciao. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.